Hey Leute, was geht ab? El Granato meldet sich mal wieder zurück. Ja, und heute mal mit einer Runde Black Ops. Und ja, leider leckt das Video hier aber ein bisschen. Ja, also, ich weiß nicht, das läuft irgendwie, ich finde, das läuft nicht so richtig flüssig. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo hängen bleibe oder so, aber hier direkt am Anfang mal schön loggerfloggig zwei Typen weggehauen, ja. Da dachte ich mir schon, oh, das läuft, das fängt gut an, das muss ja was werden. Und im Grunde ist es dann letztendlich auch was geworden. Kann man eigentlich so sagen. Ja. Und ja. Im Grunde, boah, Black Ops ist ja immer noch so mein Lieblings-Call of Duty-Teil. Macht immer noch echt Laune. Und die L96 haut wenigstens ordentlich auf die Kacke. Da kriege ich nicht immer so viele Hitmarker wie mit den MW2 oder MW3 generell mit den Modern Warfare-Snipern. Ja, also das ist schon recht nice. Außerdem gibt es meine zwei Lieblings-Perks zusammen. Ja? Also Flinkheit und Plünderer liegen sonst immer auf einem Slot. Kann man nicht beide zusammennehmen. Hier allerdings geht das schon in Black Ops. Ne? Das ist ziemlich geil. Außerdem ist die Grafik, finde ich, besser. Die Farben sind viel, viel realistischer, viel besser. Was weiß ich. Die sind auf jeden Fall geiler. Mann, hier seht ihr, ich hatte teilweise doch ein bisschen Glück, also die Gegner waren schon ziemliche Lappen, ja, also gerade sowas, ja. Ich hätte den Typen einfach gemessert, also wenn ich der wäre und er ich, dann hätte ich den einfach gemessert und fertig ist die Sache, ja, also. Naja, hier auch wieder ein bisschen Glück gehabt, dass mein Kollege den weggeputzt hat. Ich weiß ja nicht, ob ich das sonst überlebt hätte, aber naja, ne. Jetzt hier natürlich schön wieder meine Streak am Laufen. Blackbird, Chopper und Hunde. Ja, also hier typisch für Black Ops. Die habe ich eigentlich immer in Black Ops drin. Richtig geil, die Streak. Ja, also das ist schon relativ genial. Ja, jetzt als ich die Streak zusammen hatte, kann man dann auch mal ein bisschen mehr riskieren. Und ist nicht so schlimm, wenn man dann drauf geht. Finde ich, dann kann man zumindest seine Streak wieder neu aufbauen und alles. Sonst wäre ich da, glaube ich, auch nicht so offen hingegangen, hätte da vielleicht eine Granate, Blendgranate geworfen oder sowas und wäre dann außenrum gekommen und hätte versucht, von hinten zu kommen. So, jetzt habe ich es. So, bei dem Typen kurz ablenken, so tun, als würde man woanders hingehen, weil ich gedacht habe, der steht da möglicherweise mit der Sniper, dann hätte er möglicherweise die Weißen gucken dann erstmal zur anderen Seite und in der Zeit kann man den dann locker flockig sich gönnen. Hier, der Chopper war ja schon mal nix, ne? Hier. Direkt kaputt. Was soll der Scheiß? Keine Ahnung, Jungs, ey. Ich dachte, man braucht zwei so blöde Raketen. Ey. Den habe ich sowas von übersehen. Jetzt im Nachhinein, wo man sich das Video anguckt, es ist so dämlich. Wie man so einen nur übersehen kann. Der steht da direkt neben mir. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Habe ich gerade überhaupt nicht so darauf geachtet. Bin einfach so straight geradeaus gerannt. Aber naja, hier auch wieder eine richtig miese Situation, ey. Zwei Typen und ich komme von hinten und kriege nur zwei Assists, ey. Ich hätte heulen können. Hier wieder so ein Lappen, ey. War auch so eine knappe Situation. Aber naja, ne, so läuft das halt ab und zu. Man muss nun mal auch Glück haben. So, ich habe mir, boah, ja, jetzt hier mal ein paar Assassin's Creed 3 Videos angeguckt. Sowas wie Inside Assassin's Creed 3. Gibt es ja inzwischen 4 Folgen. Und ja, was die sonst noch so alle für Videos gemacht haben. Ich finde ja geil, dass die richtig viele Videos vor dem, ja, davon so machen, wie die das gemacht haben und generell schon so Sachen zeigen. Das ist ja auch schon geile Werbung für die. Ja, also schon echt Hammer. Haben sie sich auch viel Mühe mitgemacht und soll an dieser Stelle mal gelobt werden. Ich finde es richtig geil und das Spiel sieht so dermaßen geil aus. Es ist einfach riesengroß. Du hast auch verschiedene Städte in verschiedenen Jahreszeiten. Das heißt, wenn du da zu irgendeinem Zeitpunkt hinkommst, ist da vielleicht Herbst. Wenn du da ein bisschen später kommst, ist da auf einmal Winter. Alles mit Schnee und so. Und dann ist auf einmal Sommer wieder. Ey, das Spiel wird so geil. Alter, freue ich mich schon richtig drauf. Dann riesige Seeschlachten. Du kannst dein Schiffchen selber steuern. Und die Grafik ist auch, also wirklich, Crème de la Crème, Leute, das Spiel wird geil. Ich hätte mir ja schon vorbestellt, aber ja, die wollen es ja noch nicht, die wollen mein Geld noch nicht. Also, was soll's.
Hier mal wieder zwei Stück auf einmal abgesahnt und locker flockig die Hunde rausgehauen. Ja. Naja. Dann eben nicht bei Black Ops 2. Die Typen haben ja direkt nach dem Trailer oder schon vor dem Trailer, also schon verdammt lange, kannst das Spiel vorbestellen und dabei kommt das, glaube ich, wird das später released. Shorty meint am 13. Ich vertraue ihm da einfach mal. Ich glaube, das müsste passen so um die Zeit rum. Ja. Ja, das ist schon echt nett. So. Dann war's im Grunde auch schon wieder. Nur ein kurzes, knappes Video hier. Ich habe übrigens Ferien mega gechillt. Ja, also... Oh, 2 Wochen frei, schön. Jetzt habe ich noch 1,5 Wochen. Ja, aber das passt schon. Ja, schon ganz nice, ne? Nach den Ferien erstmal hier ein paar Leute auf Klassenfahrt, ein paar Lehrer habe ich erstmal wieder ordentlich frei. Dann kommt, boah ja, ein paar Feiertage. Und dann sind auch schon fast wieder Weihnachtsferien. Du, das dauert auch nicht mehr allzu lange. 2 Monate. Fast, ja. Ja, ein bisschen mehr noch, aber da passt schon, du. Naja, wie dem auch sei, das Ganze ist 50-2 ausgegangen, meiner Meinung nach. Ist das ein ganz akzeptabler Score und ja, ich verabschiede mich, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, tschüss. Ja, leck mich am Arsch, Muchachos, seid ihr ein geiles Publikum.